Willkommen zum zweiten Teil der Serie. Wie schickt man vielen Leuten Mails gleichzeitig im Pipe heraus? Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wie man Leuten Mails aus Automatismen herausschickt. Das eignet sich, wenn man einen Deal von einer Phase in die nächste schiebt, zum Beispiel. Aber man sollte das nicht zum Beispiel mit Massenbearbeitung machen. Weil wenn man das mit Massenbearbeitung macht und vielen Leuten gleichzeitig ein Mail verschickt, dann landet man sehr schnell im Spam-Ordner. Weil die Mails gehen raus vom eigenen E-Mail-Server und der landet auf einer Liste und das ist schlecht. Wir wollen nicht Automatismen verwenden, um wirklich vielen Leuten gleichzeitig Mails zu schicken. Deswegen hat Pipelops sich was überlegt, nämlich Pipelops hat die Funktion der Mailinglisten eingeführt. Bei der Mailingliste kann man bis zu 100 Leuten gleichzeitig etwas verschicken, geht über einen eigenen Mail-Server, kann aber auch mehr sein. Da gibt es einen Trick dazu, wie man das macht. Das zeige ich Ihnen jetzt. Das Erste, was wir machen für eine Mailingliste, ist, wir bereiten uns eine E-Mail-Vorlage vor. Wie das geht, können uns wahrscheinlich wenn nicht, fragen sonst. Als nächstes wollen wir einen Filter erstellen, ja, und zwar bei den Kontakten. Ja, ein Filter kann ausschauen, wie ich möchte alle sehen, bei denen die E-Mail-Adresse nicht leer ist, die nach irgendwelchen Text getriggert sind oder was auch immer. Ja. Da gibt es einen Trick: Ich kann sagen, bei den Kontakten soll der Besitzer der aktuelle Nutzer sein. Dann kann ich da unten bei der Sichtbarkeit von Filter auf Geteilt gehen und diesen Filter auch an meine Kollegen schicken. Ja, dann schicken die die E-Mails von deren E-Mail-Adresse aus und nicht von meiner. Ja, das Ganze nenne ich dann Weihnachtskartenaktion und schicke dann den Link zum Filter. Oder Sie finden ihn, wenn es da aufgeteilt ist. Ja. Also, als erstes brauchen wir einen Filter. Als nächstes sage ich, wer die Nachricht bekommen soll. Ja, und Sie haben schon gesehen, da oben geht die Mailingliste auf. Auch wenn das mit den Automatismus verlockend wäre, ja, aber das sollte ich bei vielen Mails nicht machen. Wir wollen uns... Kontakte auswählen oder auch alle, ja, an, denen wir, an die wir das schicken. Ich mache es jetzt nur mal an ein paar, damit Sie sehen, wie es funktioniert. Also, ich möchte das an eine Mailingliste senden. Jetzt sehe ich da hier alle, die da in Frage kommen und ich möchte zum Beispiel die Weihnachtskartenaktion 2023 verschicken. Jetzt habe ich da hier meine Felder aus der, aus der Vorlage heraus. Ja, ein GIF kann man einfüllen und dann schreibe ich da unten Ihr Absender, damit es meine Kollegen auch machen können. Ja. Apropos beim Thema schöne äh, Vorlagen, äh, schöne Signaturen. Manche Leute sagen, man kann im Pipelop keine schönen Signaturen erstellen. Stimmt natürlich nicht. Da gibt es einen Beitrag auf unserer Webseite auf pd-experts.com. Schauen Sie mal da drauf, da sehen Sie wie man schöne, Web, äh, schöne Signaturen macht. Ja? So, last but not least, da unten kann ich es entweder sofort schicken oder ich kann es auch später versenden, wenn ich es gerne am Abend vorbereiten möchte und möchte, dass es am nächsten Tag ankommt. Ähm, aber dann drücke ich auf Drei gesendeten Nachrichten und los geht's. Das, was pipe jetzt technisch macht, ich schaue da rein zu den, hoffe, bin ich bin schnell genug, zu meinem Postausgang. Jetzt sehe ich da hier, dass diese Nachrichten geschickt werden und zwar eins nach dem anderen, ja, nicht gleichzeitig, so dass ähm, das schlecht ist für meinen Mailserver wie beim Automatismus, sondern eben eins nach dem anderen. Auf der Pipef support Supportseite steht oben alle 30 Sekunden geht eins raus. Das glaube ich jetzt aber nicht also so wie ich das gesehen habe, so alle zwei, drei Sekunden. Das reicht aber dafür, dass Ihr E-Mail-Server auf keine Blackliste landet. Ja? So, die Nachrichten gehen jetzt dann raus. Ich habe dann früher gesagt, das geht tatsächlich nur für bis zu 100 Leute gleichzeitig. Ja? Was ist, wenn wir mehr als 100 Leute anschreiben möchten? Ja? Dann gebe ich mir da oben in diesen Filter eine zusätzliche Bedingung rein. Und da sage ich Kontakt, E-Mail, ah, E-Mail. Nachricht der letzten E-Mail gesendet und der jetzt ist nicht heute. So, wenn ich finde, wo ist er heute? Da, heute. Wenn ich diesen Filter dazu gebe, dann nimmt er mir alle raus. Am Screen, da sind schon zwei Mails ausgegangen. Ähm, dann nimmt er mir die raus. Ja, das heißt, ich kann nach den ersten 100 wieder auf den Knopf drücken, sagen, an eine Mailingliste senden. Und dann mache ich das Gleiche noch einmal. Ja? Übrigens bei der Mailinglisten, schauen Sie mal. Ich sehe da hier auch, wenn wenn irgendwas nicht stimmt, eine ungültige E-Mail-Adresse, der fällt.com oder was auch immer. Ja? Also Mailinglisten-Funktion, super starke Funktion. Ja? Schauen Sie mir mal an, sowas verwende ich eben für Geburtstage, für, für Einladungen zu Webinaren zum Beispiel, genauso wie für Weihnachtskarten, was auch immer dann einfällt. Ja? Fragen dazu: www.pd-experts.com. Und im nächsten Video schauen wir uns an, wie man über Pipe auf einen Newsletter verschickt.